Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin da in Rente. Du, mein Interview hat ja Wellen geschlagen. Alle Medien haben berichtet. Ich kam mir vor wie so eine Influencerin. Nichts zu sagen und nur bla bla und doch klicken alle rein. Viel interessanter ist doch, dass Corona den Nachhaltigkeitspreis 2022 verliehen bekommt. Nachhaltigkeitspreis? Ja. Begründung der Jury, wie sich das Virus mit nur wenigen Veränderungen immer neu recycelt, sei beispielhaft. Ach, und apropos Nachhaltigkeit. In Brüssel hat man sich endlich auf ein einheitliches Handy-Ladekabel für alle EU-Länder geeinigt. Also ich weiß ja nicht, ob ein Ladekabel für 450 Millionen Leute nicht ein bisschen wenig ist. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Die Entlein warten auf ihr Toastbrot. Ist übrigens auch wieder teurer geworden, wegen Weizenmangel. Ach, und leg bitte mal unsere Sparbücher in die Kühltruhe. In die Kühltruhe? Ja, ich hab gelesen, so kann man das Geld vor der Inflation schützen. Ach, und wegen Weizenmangel, hol mal eine Kiste Schöfferhofer, Meisels, Paulaner oder Erdinger. Schaui. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben ja ausnehmend gute Laune. Das hat man ja schon in Ihrem großen Interview hören können. Ja, Robby, ich bin gut drauf. Sagen Sie mal, wie haben Sie es eigentlich geschafft, dass man Ihnen fast keine kritischen Fragen gestellt hat? Ach, Robert, ich schicke bei Interviewanfragen immer den Link von der Website meiner Anwaltskanzlei. Erbarmungslos und Partner mit. Robert. Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.